Nächste Wortmeldung vom Herrn Abgeordneten Magister Wolfgang Gerstl. Danke, Herr Präsident, Frau Bundesminister, Frau Staatssekretärin. Ja, wir stehen heute hier in einer Situation, die wir uns alle, glaube ich, vor wenigen Jahren noch nicht erwartet haben. Auch wenn gerade die Innenministerin vor einem Jahr darauf aufmerksam gemacht hat. Es war die Innenministerin, die vor einem Jahr schon in der Europäischen Union den Vorschlag gemacht hat, das Projekt Save Lives zu installieren, weil sie erkannt hat, dass wir vor einer neuen Flüchtlingswelle stehen. Einer Flüchtlingswelle, wie sie die Geschichte des 20. Jahrhunderts noch nicht gehabt hat. Wir zählen weltweit rund 60 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Das sind mehr, als im Zweiten Weltkrieg auf der Flucht waren. Meine Damen und Herren, niemand verlässt gerne sein Land, wenn er in diesem Land die Voraussetzungen findet, die ihm ein unabhängiges, ein sicheres Leben ermöglichen. Es ist verständlich, dass wenn das Risiko, auf der Flucht verletzt zu werden oder auf der Flucht vielleicht auch den Tod zu finden, geringer ist, als zu Hause im Heimatland zu sterben, dass wahrscheinlich jeder von uns dann auch diese Möglichkeit in Anspruch nehmen wird und sagt, ich gehe auf die Flucht. Es war daher die Innenministerin, die gesagt hat, wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir müssen in eine neue Form der Zusammenarbeit kommen. Und da komme ich jetzt als Verfassungsrechtler und weil ich als Verfassungssprecher ja heute auch hier stehe und die Angelegenheit im Verfassungsausschuss besprochen wird. Ich finde unsere Verfassung ausgesprochen gut, indem die Zuständigkeiten und die Machtbalance entsprechend aufgeteilt ist. Aber das Ganze funktioniert nur dann, wenn alle immer mit einem gemeinsamen Willen zusammenarbeiten wollen. In dem Moment, wo einer nicht mehr zusammenarbeiten will oder es beschränkt auf seine Befugnis, die er hat, dann ist die Zusammenarbeit nicht mehr möglich. Und daher hat die Innenministerin schon vor dem Sommer darauf aufmerksam gemacht, wir müssen die österreichische Bundesverfassung hier abändern, um das Problem einer Lösung zuzuführen, nämlich die vielen Flüchtlinge, die hier kommen, auch in der Erstversorgung unterbringen zu können. Nicht in Zelten, nicht in der Obdachlosigkeit, sondern sie in einem ordentlichen Verfahren zukommen zu lassen. Es war daher gut und billig, dass sie das gefordert hat. Es hat nun einige Monate gedauert, aus meiner Sicht zu lange, aber es ist der Preis für die Demokratie, dass wir alle gemeinsam eine solche Lösung finden. Und Demokratie heißt, dass wir alle zusammenstehen müssen und dass wir gemeinsam solche Lösungen finden. Denn die Regierungsparteien alleine sind nicht in der Lage, eine solche große Reform zu machen. Es bedarf dazu immer der Stimmen einer Opposition, weil es Verfassungsgesetze sind, und das sage ich jetzt nicht Ihnen, sondern vor allem den Zuseherinnen und Zusehern, weil sie sich sehr oft wundern, warum manche großen Reformen nicht schneller durchgeführt werden. Und es ist daher eine Chuzpe, wenn die FPÖ sagt, sie stimmt heute dieser Lösung nicht zu, obwohl sie weiß, dass es zur Lösung des Problems beiträgt. Es zeigt ihre Verlogenheit im System. Sie sind immer dagegen und wollen keine Lösung im System. Dann war es nicht. Und wenn Sie sich an dem Wort Verlogenheit stoßen, dann nehme ich das gerne zurück. Aber ich möchte Ihnen eines sagen. Bei der gestrigen Gedenkmesse im Stephansdom hat eine Partei gefehlt. Das war die FPÖ. Sie war mit keinem einzigen Repräsentanten bei der Gedenkveranstaltung zu 71 Toten, die in dem Kühlwagen umgekommen sind. Ich hätte mir zumindest einen von Ihnen erwartet, zumindest einen von Ihnen, die manchmal vorgeben, die christlichen Werte hochzuhalten. Sie haben sich gestern, glaube ich, selbst entlarvt, meine Damen und Herren von der FPÖ. Und ich glaube, es wäre gut, wenn Sie hier zusammenstehen würden. Denn wenn es solche Problemlagen gibt, dann heißt es zusammenstehen und nicht hier zu sagen,
Sie fordern ein Begutachtungsverfahren, damit das Problem erst in 2 Monaten gelöst werden kann. Ihr Vorschlag heute, ein Begutachtungsverfahren einzuleiten, bedeutet, dass Sie das Problem nicht lösen wollen. Nicht vom Winter lösen wollen, nicht dann, wenn die Leute es benötigen, sondern Sie würden es später machen. Meine Damen und Herren, das ist nicht die Art und Weise, wie sich die Bundesregierung das vorstellt. Das ist nicht die Art und Weise, wie Bundeskanzler und Vizekanzler das heute erklärt haben. Und das ist nicht die Art und Weise, wie die Innenministerin mit Flüchtlingen umgeht. Hier ist das nicht der Menschlichkeit entsprechend, wie Sie sich verhalten von der FPÖ. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie haben meinen Respekt verloren. In dem Moment haben Sie den Respekt verloren, als Sie gesagt haben, Sie wollen die Europäische Menschenrechtskonvention ändern. Und zwar in dem Sinne, dass Sie nur mehr für bestimmten Menschen die Menschenwürde zugestehen wollen. Meine Damen und Herren, wenn wir damit beginnen, die Menschenrechtskonvention zu ändern, wo Sie nur mehr bestimmten Menschen die Würde zusprechen wollen, dann hört sich für mich verfassungsrechtlich alles auf. Dann ist es wirklich vorbei. Hier ist keine Zusammenarbeit möglich. Wir brauchen Zusammenarbeit, wo die Menschenwürde im Vordergrund steht, wie der Vizekanzler gesagt hat. Und Sie müssen es ermöglichen, dass den Flüchtlingen in Österreich das geboten wird, was sie sich verdienen, und nicht, dass wir das Dunkle nach vorne kehren und im Unterschied dazu das Helle nach vorne lassen. Sie wollen das Dunkle bedienen. Ich stehe hier für die subversive Kraft der Zuversicht und nicht für Pessimismus und Misanthropie. Das ist nicht das, was ich unterstütze. Im Gegenteil, guter Wille und der Dank an alle, die heute schon helfen und unterstützen, ist angesagt. Und in dem Sinne können wir auch Probleme lösen. Krisis heißt griechisch Entscheidung und nicht Misanthropie und nicht Pessimismus. In dem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Argumentiert Wolfgang Gerstl, der Verfassungssprecher der ÖVP, als nächster Redner zu Wort gemeldet. Dabei hat ihn dann selber zurückgenommen, sodass ich jetzt auf einen Ordnungsruf verzichte. Ich denke, das entspricht auch der bisherigen Praxis. Also kein Ordnungsruf für Wolfgang Gerstl von der ÖVP für den Ausdruck Verlogenheit, den er während seiner Rede noch zurückgenommen hat.